Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Scorched Ja. Earth. Ja, das ist auch gut. Hi Nali. Hi. Lass mich raten. Ein Wüstentanker? Oh, Mann, die haben sich doch sonst nicht so affig, ey. Ne, das ist wohl wahr. Ich raff's echt nicht. Also, das ist mir echt ein Rätsel. Haben die sich ineinander verpackt? Das ist auch schön. Ja, kannst du gleich alle zwei tamen. Na, ich hoffe jetzt, dass ich meine Leiche finde. Ich versuche die ganze Zeit schon im Para zu klatschen wegen der scheiß Tierhaut. Aber ich glaube, dazu sollte ich lieber absteigen und dem Para so hinterher rennen. Mit Pfeil und Bogen. Wäre, glaube ich, Ich glaube, das sinnvoller. mache ich jetzt auch. Der verfolgt mich ja sowieso. Okay, nicht getroffen. Also ich habe keine Ahnung, wo meine Leiche hingeflogen ist. Okay, Para, du bist mein. So. Ich bringe immer mal ein bisschen Tierhaut für Nally mit. Die braucht ja auch noch einen Sattel dann, wenn sie mal eins hat. Und es reicht schon mal. Na komm, ja, ist ja gut jetzt. Hallo? Bist du hier Mega Parasaurus? Hättest du auch gleich Prime Meat geben können. Alter, ey, über 300 Tierhaut aus dem Vieh rausgeholt. Ja gut, bei der Größe. Oh, da vorne ist der Rex. Da gehe ich jetzt nicht lang. Du bist da unten. Klatschen wir mal den Spaßmacher ein bisschen, leveln das Ach, Vieh. der ist ja süß. Wie es die Viecher wegschmeißt. Yay! Klatsch und tot. Okay, da sammelt das Viehzeug nicht ein. Lalalalalalalala. Also wie gesagt, verdursten tust du schon mal nicht und ich auch nicht, weil ich habe mein Vieh gleich voll getankt. Bin jetzt auch gleich wieder bei dir. Hallo Murmel. Wenn es die Ausdauer zulässt. So, schon mal noch ein bisschen auf Leben geskillt. Halt, ich müsste noch mal. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Wieso habe ich schon seltene Blume im Inventar? Weil du es kannst. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, wie gesagt. Ach Mensch, Para, jetzt hau doch mal ab. Sau du, piss dich. Saftsack. Und nein, die Anke werde ich jetzt nicht hauen. Wäre ungesund. Das Level. Ach, da bist du. Ja. Willst du den hier haben, zufällig, oder was? Oder ne, oder wie? Den hier. Der hier, der Helle, der hier rumrennt. Ja. Du hättest ruhig erstmal Wasser trinken können, wenn du Ja, möchtest. das ist der, den ich haben will. Okay, dann stelle ich den mal auf Passiv. Was hast denn du jetzt gemacht? Hab mich Ach, draufgesetzt. hat sich erstmal rotzfrech draufgesetzt. Ja. Na klar. Achso, das ist aber doof, den müssen wir. Ah, da müssen wir erst den anderen dort hinten wegklatschen. Was ist denn das für ein Level hier? Der rote. 22 ist der da. Da vorne ist ein Rex. Auch noch. Der Frühstück da vorne. Wo? Welche Richtung? Die arme weiße Murmel. Hallo? Die Richtung, wo ich jetzt hingucke. Ach da, ja, aus der Richtung komme ich ja. Oh, der kommt immer näher. Wir sollten uns vielleicht verpieseln. Was hat denn der hier für ein Level? Der hier hat Level 11 ist das. Und es ist ein Weibchen, so wie es aussieht. Würde passen, dann ist der Mate Boost vorhanden. Okay. Ist hier noch einer in der Nähe? Sieht nicht so aus, oder?
Na, außer die zwei weiter vorne, nee. Ja, Also ich sehe zumindest keinen. ich weiß nicht, ob die dadurch angelockt werden. Weiß ich auch nicht. Hier rennt noch eine Motte rum. Pass auf, nicht klatscht. Was hat denn die Motte für ein Level? Hat schöne Vier. Flügel. Klatsch die Motte weg, damit du das Teil leveln kannst. Aber pass auf, denk an die Wolke, die die Motte auskackt. Oh, der greift sogar an. Oder sie. Sie ist mutig. Ne, sie haut ab. Oh, Ach, genau fuck in die it. Richtung, wo er nicht hinlaufen soll. Ach, Menno, ich kann auch nicht mehr zielen. Verpackt. Ja, ich sehe es Oder gerade. sie. Ich sehe es gerade. Sie. Da hinten kommt der nächste und der andere kommt auch. Ach du Scheiße, Moment. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Ich möchte nicht sterben. Ah, leg dich nicht mit Zweien an. Hör auf, das überlebt er nicht. Komm hier nicht raus. Komm nicht raus. Scheiße, der ist hin. Ich backe fest, ich kann nicht Ja, machen. der ist hin, ist egal. Der ist hin. Steig ab. Ach Mann, was soll denn der Mist? Ihr dreckigen Ja, Mistviecher. das ist halt der Nachteil. Aber er lebt noch, oder? Nee. Nee, Das war ich der hab ihn andere. gerade leer gemacht. Ich hoffe, der Sattel ist dabei. Müsste er Was der eigentlich. Sa Nee, ich wollte gerade sagen, was der Sattel verschwindet, aber nee, tut er nicht. Habe ich irgendwas im Inventar, um den zu zerhacken, damit wir wenigstens Tierhaut kriegen? Nein, natürlich nicht. Die Axt habe ich. Also ich Dann bleibe bearbeite ich den Ähnl hier faul. gerade mit. Ich bearbeite den Ähnl hier gerade mit Pfeilen, obwohl jetzt ist er gerade festgepackt. Oh, hallo Boing. Erschreck mich nicht so. Ah, ich glaube nicht, dass das mit der Zähmerei noch was bringt hier. Echt jetzt? Ja, klar, jetzt ist mein. Oh. Jetzt ist der Bogen kaputt, lass mich raten. Nee. Nee. Mann. Alter, das dauert aber auch lange, bis sie sich jetzt hinlegen, ey. Das ging mal alles schneller. Hallo? Ist jetzt. Alter, der Bumerang ist total uneffektiv, um irgendwas zu betäuben, weil das dauert alles viel zu lange hier. Ja. Dauert ewig, ehe der zurückkommt. Autsch. So, was brauche ich denn jetzt für Hau diesen ab, blöden. Käfer. Ach, Fasern, echt jetzt? Autsch. Ja, ich bin tot. Ach Mann, diese scheiß Felsen hier, diese Drecksfelsen, Mistkackgelump, Rotze, Scheiße. Au! Och, Raptor, echt jetzt! So, also wisst ihr schon mal, auf was ihr euch freuen könnt. Das wird anfangs wieder nur Sterben sein. Sage ich jetzt mal so rotzfrech. So, also die zwei Blutigen sind hier, also muss ich ja hier irgendwo abgekackt sein. Da rennt ein Raptor rum, ich würde aufpassen. Ja, bin ja nicht, bin ja gerade schon mal gestorben, also von daher. Ja, ich bin genau bei meiner Leiche gespawnt. Bin ich denn jetzt gespawnt? Wenigstens habe ich die ganze Tierhaut wieder. Bin bei dem Gerippe hier gespawnt. Ja, dann bist du bloß weiter hinten gespawnt. Ach Mann, wie lange das dauert, bis der Scheißbogen zurückkommt, das ist echt. Okay, jetzt haut der eine schon mal ab und ich habe einen Raptor am Arsch. Ich glaube, das ist der Raptor, der mich gerade Ist er. versohlt hat, sozusagen. Na, wo bleibt denn jetzt der Bumerang? Ach, jetzt habe ich die Fresse voll, ja, komm. Und ich bin eh tot.
Oh, das dauert immer schweinelange, bis dieser Scheiß verkackte Rotz. Und jetzt ist er zusammengesackt. Und ich bin halb tot. Was? Was willst denn du jetzt? Alter, gerade kam nicht einer, weißt du, und jetzt. Oh, ich geh gleich Ich kaputt, habe ey. hier gerade ein einzelnes, aber das hat viel Fläche zum Weglaufen. Das ist scheiße. Ich hatte hier auch gerade ein einzelnes und dann kommt auf einmal noch einer. Ein dreckiges Mistviech. Oh, ey, das war doch vorher nicht so schlimm. Die waren doch vorher nicht so aggro. Ist doch echt zum Hab gerade Kotzen. so ein Ei von denen gefunden. Hat er jetzt ein Ei geschissen vor lauter Angst oder was? Ja, anders kann ich mir nicht erklären, wie das Ei da jetzt plötzlich hinkommt. Ja, ist ja okay. Muss ja nicht gleich laut werden. Sonst übersteuert das Dings im. Hauptsache, das Scheißteil fliegt jetzt. Oh ja, schön. Back dich schön in den Stein, das machst du richtig. Oh, da ist ein weißer Lootstrahl. Ein weißer Lootstrahl. Ja. Kommt der erst noch runter oder was? Ja, toll, ich dachte, der war schon unten. Ach, Zack, er liegt. der hängt ja noch ganz oben. Also, ja. Zum mal schnell so anzocken und so war das jetzt nicht gerade das prickelndste. Nee. Aber ich denke mal, nach der Folge lassen wir es dabei gut sein und fangen dann mal die neue Staffel an. Weil sonst wären wir ja gar nicht mehr hier. Sonst hängen wir uns jetzt hier dran auf und dann ist das schon die neue Staffel. Also im Prinzip ist es ja, bloß es sind jetzt erstmal drei Einführungsfolgen, sage ich mal so. Das, obwohl das jetzt auch blöd klingt mit Einführungsfolge. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal die letzte von der angezeigten Vorbereitung und dann würde ich sagen, nach Folge Nummer 4 ist dann der richtige Start der Staffel. Würde ich sagen, oder, Nali? Ja, von mir aus. Ja, machen wir das dann so. Aber die Davon, ich Folge. hoffe nur, dass der Rex mich jetzt nicht sieht. Wo ist denn der? Dann habe ich ein echtes Problem. Wo ist er denn? Er latscht da unten irgendwo rum. Hinter den Steinen. Ja, wenn, dann sieht er wohl eher Aber mich. nicht. Und da kommt er schon. Da Echt? hinten. Wo denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach dort, ich locken weg. Bin ja eh schon ein paar Mal gestorben. Hallo Rexi! Jetzt rennt er ein paar rein daher, ist ja blöd. Der hat mich gesehen. Der hat mich sogar angeguckt. Okay. Und ignoriert dich? Das ist ja komisch. Ja, weil der ein Para lieber hinterher rennt. Ja, das frisst er wahrscheinlich gerade. Ja, das frisst er. Das frisst er gerade. Ich wollte ja einen Bumerang nach ihm schmeißen, aber hehe. Hallo Rexi. Hier ist ein Boing. Das sieht appetitlich aus. So. Er ist festgebackt. Jetzt habe ich keinen Sattel. Und er hat den Kaktus kaputt gemacht, die dumme Sau. Anke, Ich habe doch gar Hilfe! keinen Sattel. Anke, Hilfe! Lenk dich mit der Anke ab. Jawoll! So muss das laufen. Anke, komm, du schaffst das. Ich setze mein ganzes Geld auf dich. Meine ganzen Bären, meine ich. Kriegst eine Handvoll, wenn du fertig bist. So, wenigstens nochmal einen ordentlichen Rex-Fight hier. Könnte ich eigentlich gleich als Thumbnail benutzen. Hallo, du warst mit der Anke noch gar nicht fertig. Du Spinner. Du siehst halt leckerer aus. Nee, nee, er geht ja wieder zur Anke zurück. Also kann das nicht stimmen. Ach so. Er steht bestimmt auf Stacheln, der Sack. Oh, die Anke ist platt. Und ich muss weg. Oh, Uhuhuhuhu. ein Rex, der eine Anke platt kriegt. Ja, da vorne ist noch Raptor. Das ist auch nicht gerade hilfreich. Vorne liegt ein toter Dings, Wo Bums. ist denn der Rex jetzt? Achso, jetzt jagt er so einen komischen Käfer. Also sehen tue ich ihn noch. Ja, ich sehe ihn auch noch. Der jagt jetzt so einen komischen Wasserkäfer. Ich glaube, jetzt wollte der Inselbus sich gerade zu mir umdrehen. Hallo, du kannst aber schön grinsen. Dumme Sau.
Und ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Mir gut gegen den Rex eh suboptimal. Ja. Kriegt man aus dem Kaktus eigentlich Holz raus? Nee, wäre ja auch Quatsch gewesen. Ja. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ach, das Ding kann man nur absammeln? Wo ist der Rex? Weg. Der hängt da vorne fest, so wie das aussieht. Naja, ich sehe es gerade. Ich würde mir jetzt einen Bumerang basteln und dann den Rex tamen. Ja, dann. Ach komm, ey, mal zum Ende der Folge hier würde ich echt nochmal einen Rex einen Bumerang auf den Kopf schmeißen. Das wäre es mir schon wert. Warte auf mich, ich mach mit. Hab ich jetzt schon mal Sand eingesammelt? Nee, natürlich nicht. Ja gut, ich könnte ja auch mal die Anzeige anmachen. Komm ja eh nicht dazu, ein Thumbnail zu machen. Wo ist er denn? Nö, ja, so ziemlich weit vorne. Ich weiß nicht, ja, jetzt steckt doch richtig im Felsen drin. Oh, da ist eine Katze. Scheiße. Hast du deinen Tanker schon fertig? Ja, aber der ist halt klein. Ist doch eh ein egal. Mini-Tanker. Ist doch eh egal, ist doch eh bloß so eine Klatsch mich, hasch mich Folge hier. Boah, die Katze ist ja gemein. Ich hoffe, der Rex dreht sich jetzt da nicht raus, sonst kriege ich eine Meise. Ja, ja, bleib du ruhig. Und er guckt mich an. Solange wie die Katze da noch frisst. Also ich würde jetzt echt lachen, wenn der Rex umfällt. Na, Katz? Boah, die Katzen, Alter, die haben... Ey, vergiss es doch! Der Rex hat sich befreit! Und ich habe gerade noch ein Thumbnail gemacht. Uhuhuhuhu. Der war Level 20, also der hätte ich voll tamen können mit dem Bumerang. Die Sau, ey. Macht er mich platt? Das Kann Schwein. Kann mir jemand verraten, wo mein Viech ist, bitte? Ich bin jetzt komplett im Busch gespornt. Ja. Den hat's doch schon wieder zerlegt. Ja, gerade eben. Level 5 tot. So wie die ganzen drei Folgen über. Alter, ey. Das ist echt ein bisschen nervig gerade. Ey, das hat mit nervig schon nichts mehr zu tun. Also ich bin übrigens hinter dir, falls du dich wunderst, was hier hinterher rennt. Da, guck mal, was da rennt. Oh, lecko mio, Alter, echt jetzt. Ist da nicht auch der Rex hier irgendwo in der Nähe? Ja, da vorne. Den möchte ich klatschen, mit meinem Bumerang. Muss mir erstmal wieder einen neuen bauen. Ne, da steht genau auf meiner Leiche, der Penner. Oder? Ne, doch nicht. Ja toll, Pfeile sind hier drin, aber kein Bumerang. Naja. Brauche ich nicht irgendwo meine Leiche? Oder steht der Drecksack da echt drauf? Ich brauche jetzt Holz. Ich glaube, der Drecksack steht da echt drauf. Das Blöde ist bloß, ich komme nicht an die Leiche ran, ohne den Rex an mich knabbern zu lassen. Friss das Boing. Friss das Boing. Ignoriere mich einfach, Rex. Friss das Boing. Da ist er, der, jetzt hat er sich befreit. Der Rex ist los, der Rex ist los. Und ich, hier liegt meine Tasche. Hier liegt meine Tasche. Warum haut der Rex ab? Ist er blöd? Ist er behindert? Ich renne jetzt echt einen Rex mit dem Bumerang hinterher, ey. Das ist auch geil. Nur du. Oh, so weit fliegt der. Und ich hab ihn getroffen. Ich treff den irgendwie nicht. Ich habe ihn schon wieder getroffen. Ich hab's gesehen. Treffer. Alter, du solltest zwischen die Kakteen durchlaufen. Ey, das ist echt super optimal. Wow! Ich kann kaum was machen. Wow! Fuck, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Wo ist er? Ja, dann bin ich jetzt der Nächste. Ah! Ja, gut, okay. Das ist jetzt nur noch Rumspielerei hier. Der hat mich gefressen, die dumme Sau. Das hat er. Ich spawn jetzt nochmal und dann würde ich sagen, freut euch auf
die neue Staffel Scorched Earth mit Nalina. Ja. Und da würde ich sagen, ich beende jetzt mal die Folge hier, weil das ist ja nur noch ein Hin- und Her-Gesterbe. Und sage mal dann, immer wie ich zum Abschied sage, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Kommentare, Feedback ist immer gut. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der neuen Staffel. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß und hoffentlich gute Unterhaltung. Und bis dahin, ciao, das ciao. Das hoffe ich natürlich auch. Oh Rex, du backst gerade so schön. Ja, bis später, Leute. Bis dann. Jo, ciao.